Willkommen in Hilden, willkommen zur zweiten Ausbildungsbörse, veranstaltet von der Wirtschaftsförderung Hilden und vielen, vielen Unterstützern. Ja, so ist es. Das ist immer ein Produkt von ganz vielen. Industrie- und Handelskammer Handwerk ist dabei und auch viele Unternehmen, die das Konzept hier in Hilden mitentwickelt haben. Was hat denn Ausbildungsbörse Ausbildung mit Wirtschaftsförderung zu tun? Warum veranstalten Sie das? Ja, das ist erstmal ein bisschen kurios, da haben Sie schon recht, aber es ist so, dass wir in den Gesprächen mit der Wirtschaft festgestellt haben, dass das Thema Fachkräftenachwuchs, Fachkräftemangel eigentlich nur bereinigt werden kann durch konkrete Ausbildung der Leute, die dann auch hinterher zum Unternehmen passen. Und die Unternehmen sind sehr viel bereit, auch Leute zu übernehmen, die in ihrem Unternehmen gelernt haben. So war dann die Frage da, mach doch mal was in Richtung Ausbildung. Das haben wir dann gerne wahrgenommen und jetzt diese Messe hier kreiert. Was können denn die Besucher heute hier kennenlernen? Eine ganz große Auswahl an Ausbildungsplätzen. Wir haben über 53 verschiedene Ausbildungsberufe, die es hier vor Ort gibt, die man kennenlernen kann im kaufmännischen Bereich, im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Handwerk. Das wird hier alles dargestellt und die Unternehmen stellen sich auch konkret vor, haben dann ihre Leute aus den Personalabteilungen mitgebracht und auch immer einen Auszubildenden dabei, damit die Schüler und Schülerinnen auch direkt konkret Fragen stellen können. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie heute? Ja, wir rechnen mit mehr als letztes Jahr. Das waren 500 Besucher, also 700, 800 schätzen wir schon, dass Sie hier die Messe besucht haben.